Nächste Frage hat Herr Reitschuster. Hallo, heute einen Bericht über die Bundespressekonferenz, nicht aus der Bundespressekonferenz. Ich konnte heute nicht, dafür habe ich mir es umso aufmerksamer angeschaut und war dann überrascht und auch etwas traurig, dass ich es selbst nicht geschafft habe. Warum? Ich hatte gestern diesen großen Beitrag auf meiner Seite darüber, wie ein Team aus 10 Experten, darunter auch der frühere Vizechef des Sachverständigenrates Gesundheitswesens, sich mit der Belastung der Intensivbetten auseinandergesetzt hat. Und das wird uns ja immer als die Begründung für den Lockdown, die wichtigste Begründung, angegeben, diese massive Überlastung, die da gedroht hätte. Und in diesem Gutachten wird das regelrecht zerlegt, dieses Narrativ, diese große Erzählung. Es ist davon die Rede, dass offenbar hier mit Zahlen manipuliert wird, dass die Zahl der Intensivbetten nachträglich falsifiziert wurde, heruntergemanipuliert wurde. Eine ganze Liste von Vorwürfen, die wirklich atemberaubend sind und wo ich überzeugt bin, als ich das als Journalist gelesen habe, ich war elektrisiert, die Welt hat das als erste aufgebracht. Ich habe dann sofort mich in das Papier eingelesen, habe einen großen Bericht darüber gemacht und ganz groß auf der Seite, also in meinen Augen für jeden Journalisten, der sein Handwerk darin sieht, die Regierung zu kontrollieren, ein ganz großes Thema. Ich habe das, als ich es heute Mittag nochmal gecheckt habe, in kaum einer anderen großen Zeitung gesehen. Und ich war dann extrem gespannt, ob das ein großes Thema sein wird auf der Bundespressekonferenz, wie ich das erwartet habe. Und es war es überhaupt nicht. Es gab dazu zwei Fragen, die zusammengefasst wurden in eine von Journalisten, die von außen das per Online gefragt haben. Dann hat die Regierung, die war offenbar vorbereitet, die hat dann einfach das ausweichend beantwortet. Sie können es gleich ansehen. Und dass dieser Aufschlag, dass die Aufschlagsfrage erstmal so allgemein ist, völlig okay. Und wie beim Fußball, Ball rein in den Strafraum und dann versuchen, den Ball aufzunehmen und ein Tor zu schießen. Und was ist hier passiert? Nichts. Im Saal hat das niemand aufgegriffen, soweit ich es verfolgt habe. Es ging überhaupt nicht weiter. Es ging dann wieder um Details über die Impfregelung. Ich kann es nicht verstehen, das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. In meinen Augen hier ganz, ganz wichtig, da nachzufragen, die Regierung da wirklich festzunageln. Habt ihr versagt? Habt ihr nicht versagt? Stimmt das mit diesen Betten? Stimmt das hier? Ist das richtig? Mit diesem Zuschuss gibt es all das? Und also mich macht das... Jetzt muss ich aufpassen, dass ich meine Worte sorgfältig wähle. Mich verwundert das sehr stark. So ist es neutral ausgedrückt. Wechseln wir das Thema, und zwar Corona rufe ich als nächstes auf, Frau Rosbach. Ja, ich wüsste gerne, ob es irgendwelche Kenntnisse des Gesundheitsministeriums gibt zu dieser Problematik der Kreuzimpfungen, dass das also zum Beispiel in einigen EU-Ländern womöglich nicht anerkannt wird als vollständige Impfung. Und wenn man da irgendwelche Maßnahmen ergreifen, also die Fälle, die mit AstraZeneca geimpft wurden und denen dann empfohlen wurde, eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff zu machen. Zusatz. Und für diejenigen, die jetzt schon früher geimpft werden, also bevor quasi dieses EU-Zertifikat fertig ist, die also quasi ihren Papierimpfpass nur haben, die werden also zumindest bei der Einreise in Deutschland keine Probleme haben mit einer Kreuzimpfung, wenn sie aus einem anderen Land kommen? Oder? Innerhalb der EU, nein. Herr Rinke. Auch eine Frage an Herrn Kautz. Der sächsische Ministerpräsident hat am Wochenende den Vorschlag gemacht, dass es nicht nur für Vollgeimpfte die Rückgabe oder Wiederausübung ihrer Rechte geben sollte, sondern auch für Personen, die einfach geimpft sind, weil es ja neue Studien gibt, dass die Schutzwirkung zum Beispiel bei AstraZeneca schon wenige Wochen nach der Impfung sehr groß sein soll. Würden Sie, unterstützt das Ministerium diesen Vorstoß von Herrn Kretschmer? Sollte es auch schon eine Aufhebung oder zusätzliche Freiheiten von Leuten geben, die nur einfach geimpft sind? Herr Rinke, bislang ist daran nicht gedacht, zumal die vollständige Schutzwirkung wirklich erst nach der zweiten Impfung stattfindet, und zwar 2 Wochen nach der zweiten Impfung und nicht nach der ersten Impfung. Dann habe ich 2 Fragen an das Gesundheitsministerium nochmal. Sie betreffen eine Studie der Experten, um
den Mediziner Matthias Schrappe. Und zwar fragt Tobias Schmidt von der Neuen Osnabrücker Zeitung: Experten um Schrappe werfen Krankenhäusern in einer Studie vor, Geld für Intensivbetten eingestrichen zu haben, die nie geschaffen wurden, und zu viele Covid-Patienten intensiv behandelt zu haben. Was sagt das BMG dazu? Und dazu passt auch die Frage von Kollegen Kreuzfeld von der TAZ. Herr Schrappe hat in einem Papier die Zahlen des Intensivregisters kritisiert. Gibt es dazu schon von Ihrer Seite eine Stellungnahme? Ja, also das Papier kennen wir natürlich. Das ist ein Kreis von Experten, die sich regelmäßig zur Pandemie äußern. Zunächst einmal bestreiten diese Experten ja nicht, dass es zu regionalen Überlastungen von Intensivstationen gekommen ist. Sie bestreiten genauso wenig, dass über 80.000 Menschen in Deutschland an Covid-19 gestorben sind. Sie behaupten lediglich, dass Krankenhäuser sich Fördermittel erschlichen haben. Dafür allerdings haben sie keinen Beleg. Jedenfalls nicht einen, den ich irgendwie erkennen würde in diesem Papier. Die Notfallbetten, auf die Sie sich beziehen, Sie bemängeln, dass die nicht abgebildet werden im DIVI-Register. Aber das ist auch klar, dass die nicht abgebildet werden in diesem DIVI-Register. Das DIVI-Register bildet nämlich die tagesaktuelle Kapazität auf Intensivstationen ab in Deutschland. Also insofern dieser sehr starke Vorwurf, auch dass Leute auf Intensivstationen aufgenommen werden, die eigentlich gar nicht auf Intensivstationen gehören sollten, ist nicht belegt und deshalb zurückzuweisen. So, und das ist jetzt der Punkt, wo in meinen Augen das Fragefeuerwerk beginnen sollte, wo man jetzt die Finger in die Wunden legen sollte und wo nachgebohrt werden sollte. Dann eine weitere Frage zum Thema Corona, Frau Kollegin. Andrea Maurer vom ZDF an Herrn Kautz. Sie sprechen das Impfregister an, das ja morgen von der EU auf den Weg gebracht werden soll. Das DIVI-Register. Das grüne Impfzertifikat. Tut mir leid. Und das heißt ja, dass die Mitgliedstaaten ihre Daten einspeisen sollen. Schweden steht da ja gut da. Die haben ein digitales Impfregister. Stimmt es, dass Deutschland die Impfdaten nicht digitalisiert hat? Und wenn ja, wie stellen Sie diese Daten zur Verfügung? Die Impfdaten nicht zur Verfügung stellen? Ehrlich gesagt, also das, was wir zurzeit machen, ist zu versuchen, dass wir die Impfungen insofern digitalisieren, dass wir die auf einem Zertifikat darstellen können. Und das wird in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals sein. Und dann gehe ich auch davon aus, dass wir sie digital zur Verfügung stellen können. Dazu weitere Fragen? Dann hatte ich auf meiner Liste Herr Warwick, Corona. Beziehungsweise Großthema Impfung. Mich würde interessieren, wie die Bundesregierung plant, mit deutschen Staatsbürgern umzugehen, die sich impfen gelassen haben, etwa aktuell in Russland mit Sputnik oder der Deutsch-Serbe mit dem chinesischen Vakzin in Belgrad, der Deutsch-Kubaner mit dem kubanischen Vakzin. Gibt es da Planungen, wie man mit geimpften Personen umgeht, die aber geimpft wurden mit Impfstoffen, die bisher noch nicht zugelassen sind in der EU? Herr Warwick, ich weiß nicht, ob Sie die letzte Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verfolgt haben. Da hat er noch mal ganz klar gesagt, dass natürlich auch Menschen, die Impfungen anerkannt werden, andere Impfungen anerkannt werden, wenn die Impfstoffe zugelassen sind innerhalb der EU. Dann weitere Fragen zum Thema Corona. Herr Rinke. Ja, nochmal eine Frage ans Gesundheitsministerium, was die Verteilung von Impfstoffen angeht für Drittländer. Da hat es am Wochenende wieder Aufforderungen gegeben, auch international, dass die Industriestaaten diesen Prozess jetzt beschleunigen sollten. Deswegen nochmal die Frage, es tauchte früher schon mal auf, ob mittlerweile Kontingente von Impfstoff bereitgestellt werden, die man dann an Drittstaaten, also Entwicklungsländer, Schwellenländer, ausliefert.
Ich glaube, dazu hat sich Herr Spahn hier am Mittwoch vergangener Woche umfassend geäußert. Da hat sich auch nichts geändert. Nein. Und dann machen wir damit Schluss, weil ich noch ein paar andere Wortmeldungen zu anderen Themen habe. Herr Jung, bitte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Herr Jeng oder Herr Jussen bin, aber ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium zu den Inzidenzwerten und den Meldungen dazu. Da wurde ja mittlerweile von verschiedenen Medien nachgewiesen, dass durch das Meldeverfahren die Inzidenzwerte, die vom RKI veröffentlicht werden, quasi falsch sind, beziehungsweise nicht der Realität entsprechen, weil sich die Inzidenzen durch die Nachmeldungen ja teilweise deutlich ändern. 1 bis 3 Tage später, das ist ein Unterschied zwischen 25% in den Landkreisen und Städten. Aber es ist Gesetz, darauf hatte auch Herr Wieler bei mir in der Sendung darauf hingewiesen, es ist Gesetz, dass einmal veröffentlichte Werte nicht mehr korrigiert werden. Warum ist das Gesetz? Weil das entspricht ja dann nicht der Realität. Es geht ja bei diesen Inzidenzwerten, Herr Jung, um Tendenzen, die abzubilden sind. Es geht ja nicht um, Sie werden nie alle Infizierten erfassen. Sie werden nie eine 100-prozentig korrekte Inzidenz erfassen. Es geht um Tendenzen, die Sie damit erfassen können. Und wenn Sie einen deutlichen Trend haben, über 100, dann sagt das was aus über das Pandemiegeschehen. Und so ist das Ganze auch aufgebaut. Dass man nie die ganze Realität erfassen kann, ist ja klar. Aber wir wollen doch so gut es geht daran kommen. Und durch diese Gesetzgebung verabschieden wir uns doch davon. Wir gehen doch davon weg. Und das bedeutet doch in der Praxis, dass in manchen Städten, wie zum Beispiel in München, eigentlich 3 Tage zu früh gelockert wurde, weil hätte man die nachgemeldeten Fälle dazu gezählt, wäre das Infektionsgeschehen zu hoch für Lockerungen gewesen. Warum ändern Sie diesen Teil des Gesetzes nicht, damit die nachgemeldeten Fälle wieder dazugehören, so wie es ja vorher war? Mit diesem Gesetz, mit dieser Art und Weise, die Inzidenzen zu erfassen und zu bewerten, wird eine Tendenz, wie ich das gerade gesagt habe, erfasst, die auch der Realität entspricht. Herr Jessen? Ja, es wird den Schauspieler Horst Jüssen freuen, dass man ihn hier in der BPK vermutet. Ich habe eine Frage an Herrn Kautz. Im Hinblick auf optimalen Impfschutz. Die einzelnen Vakzine haben für den Abstand zwischen erster und zweiter Impfung unterschiedliche Zeitfenster. Bei Pfizer-BioNTech wird in nächster Zeit gerne der untere Rand für die Zweitimpfung gewählt, etwa 4 Wochen, im Hinblick also auch auf die Sommerurlaubszeit. Jetzt hat eine Studie von Public Health in Großbritannien in Zusammenarbeit mit der Universität Birmingham ergeben, dass bei einer längeren Frist, also bis zu 12 Wochen, Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung, die Zahl der Antikörper 3,5-mal höher liegt als bei der kurzen Frist. Und im Hintergrund dieser Ergebnisse empfehlen Sie auch deutschen Impfwilligen und Ärzten, die Frist zwischen erster und zweiter Impfung bei Pfizer-BioNTech möglichst lang zu gestalten? Das war jetzt ein Co-Referat. Wo ist die Frage? Die Frage war am Ende eigentlich ganz klar, empfehlen Sie deutschen Impfwilligen nicht die kürzere Variante, die zugelassen ist, also nach 4 Wochen etwa für die Zweitimpfung, sondern im Interesse eines höheren Impfschutzes eine längere Zeitspanne zu wählen zwischen Erst- und Zweitimpfung. So, das war's. Ich habe extra alle Fragen zum Thema Corona, die heute gestellt wurden, hier reingeschnitten. Nicht die kompletten Antworten, aber die Fragen, damit Sie sich selber ein Bild machen, inwieweit da im Hinsicht auf diese unglaublichen Nachrichten zu den Intensivbetten, zum Divi-Register, die Aufklärungsfunktion erfüllt wurde. Es verwundert mich sehr stark und es ist nicht das, was ich mir erwarten würde. Ich habe mich da auch wirklich dann geärgert, aber ich habe es heute nicht geschafft. Ich bin am Mittwoch wieder da und für mich unverständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür wurde über eine halbe Stunde, ich glaube 35 Minuten, wurde über Israel-Palästina gesprochen und auch da wieder ganz verwunderlich, wirklich die Perspektive ganz klar. Zu einem großen Teil in meinen Augen sehr viel Sympathie für die Hamas, für die eine Seite des Konfliktes, weil was da passiert, also was bei der Gegenwehr von Israel an Schaden geschieht, das wird ganz groß in den Vordergrund gerückt. Dass die Hamas angegriffen hat, dass das ein Terroranschlag ist, sah ich dann
eher hier als Nebensache. Nicht bei allen, aber bei sehr vielen. Und das in Deutschland, das auch jetzt wieder muss ich die Worte sorgfältig wählen, aber es fällt mir wirklich schwer. Das wundert mich wirklich massiv, gerade auch nachdem wir ja diesen massiven Antisemitismus hier jetzt haben, der hier wirklich ins Land kam, der auch in vielen mit eingewandert ist. Und ich glaube, Herr Seibert hat das heute sogar schon einmal mit angesprochen, was ja immerhin schon, das ist ja fast schon revolutionär, dass das inzwischen nicht mehr nur verschwiegen wird. Ich spiele Ihnen da jetzt einfach mal ein bisschen was rein. Ost, Herr Jung mit der ersten Frage. Herr Seibert, zur Lage in Gaza und Israel, die Raketenangriffe der Hamas gehen seit Tagen weiter, sowohl auch die Angriffe des israelischen Militärs auf Gaza. Da hätte ich mal eine Frage zu. Da wurde am Wochenende ein Gebäude im Gazastreifen von Al Jazeera und AP zerstört. Das ist laut Reporter ohne Grenzen ein Kriegsverbrechen. Wie bewerten Sie das? Ja, ich möchte vielleicht zu der ganzen Frage mich noch einmal äußern. Wir haben am Freitag hier ausführlich darüber gesprochen. Leider gibt es Anlass, die Grundposition der Bundesregierung dazu noch einmal zu wiederholen. Es ist aber, und ich habe es gerade erwähnt, bekannt, dass Hamas eben auch in dicht besiedelten Gebieten aktiv ist und somit auch die Zivilbevölkerung in Geiselhaft nimmt. Wir stehen, wie ich es gesagt habe, hinter dem Selbstverteidigungsrecht Israels. Wir vertrauen darauf, dass Israel hier mit Augenmaß und im Rahmen der Verhältnismäßigkeit agiert. Zusatz. Ist denn dieser Angriff auf ein Medienhaus, wo sich eine Hamas versteckt haben könnte oder auch nicht, in irgendeiner Weise gerechtfertigt, selbst wenn sich dort Terroristen aufhalten? Und ist das verhältnismäßig und mit Augenmaß passiert? Ich habe das jetzt so eingeordnet, wie ich das für die Bundesregierung einordnen kann. Herr Jordans? Herr Seibert, das Gebäude wird natürlich auch von vielen internationalen Medien benutzt, die nicht ihre eigenen Büros dort haben. Diese Berichterstattung von Gaza wird natürlich jetzt noch weiter erschwert. Wie sieht es denn die Bundesregierung mit der Freiheit der Medien, der Recht auf Berichterstattung und vor allem der Berichterstattung aus diesem Kriegsgebiet jetzt, nachdem das Gebäude gezielt zerstört wurde, mit einer Stunde Vorwarnung? Ja, ich habe Ihnen das gesagt. Die journalistische Arbeit vor Ort ist wichtig. Es ist wichtig, dass Journalisten auch im Konfliktgebiet, auch in Gaza, unter diesen schwierigen Bedingungen arbeiten können. Und in dem Sinne habe ich eingeordnet, was dazu zu sagen ist. Zusatz? Nachfrage. Hat denn die Bundesregierung die Zerstörung dieses und anderer Häuser, die von Medien genutzt wurden, in den letzten Tagen direkt mit der israelischen Regierung besprochen? Die Bundesregierung hat auf vielen Ebenen Kontakte mit der israelischen Regierung. Und über Einzelheiten kann ich Ihnen hier nichts sagen. Herr Seibert, auch noch mal die Nachfrage. Sie haben eben gesagt, dass Sie darauf vertrauen, dass Israel die Verhältnismäßigkeit wahrt. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, was dieses Vertrauen darauf bedeutet? Heißt das, Sie überprüfen das nicht oder Sie haben Erkenntnisse darauf, dass Israel diese Verhältnismäßigkeit einhält? Wie ich mich geäußert habe, wir vertrauen darauf, dass Israel im Rahmen der Verhältnismäßigkeit agiert. Dieses zu beurteilen, ist natürlich immer Sache des Einzelfalls und der Informationen, die man dazu hat. Aber deswegen die Frage, dieser Einzelfall, der jetzt eben besprochen wurde, wo Herr Jordans nachfragte, da würden Sie auch sagen, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt war? Ich werde jetzt hier nicht in die Beurteilung einzelner Ereignisse in diesem eskalierten Konflikt eintreten. Mir liegen auch nicht die Informationen vor, um so etwas zu beurteilen. Selbstverteidigung ist immer im Rahmen der Verhältnismäßigkeit auszuüben. Frau Rosbach. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Was erwartet denn Außenminister Maas von den morgigen EU-Beratungen zur Lage in Israel? Sieht er da eine deutsche Vermittlerrolle? Besetzt. Ja, ich wollte noch mal explizit nachfragen, ob er eine besondere Rolle Deutschlands sieht in diesen Vermittlungsprozess.
Bemühungen. Herr Seibert, Sie haben gesagt, Deutschland steht zu Israel. Was bedeutet das konkret in diesem Konflikt? Es gab am Wochenende auch wieder antisemitische Demonstrationen in Deutschland. Was bedeutet dieses zu Israel stehen ganz konkret? Und wäre es nicht an der Zeit, dass auch die Kanzlerin sich im O-Ton persönlich zu dem Konflikt und dem Vorgang auf deutschen Straßen äußert? Gut, ich spreche ja hier nicht nur heute, auch am Freitag schon, auch in der vergangenen Woche insgesamt schon immer auch für die Bundeskanzlerin. Also Sie kommen jetzt zu den Ereignissen in Deutschland. Und da müssen wir ganz genauso klar sein wie bei der Beurteilung der Ereignisse in Israel und in Gaza. Was in den letzten Tagen an Judenhass, an antisemitischen Beschimpfungen zu hören war, ist beschämend. Man muss sehr genau trennen, und das muss man auch von jedem Demonstranten verlangen, zwischen dem, was in unserem Land ein Grundrecht ist und vollkommen legitim, nämlich Kritik an der Politik einer Regierung, eines Staates zu äußern, von dem, was wir auf keinen Fall hinnehmen können, und das ist Aggression, Hass gegen ein ganzes Volk, eine ganze Religion und alle, die dieser Religion angehören. Besonders empörend war es, dass hier, ich glaube, es war am Samstag in Berlin, eine israelische Journalistin am Rande einer Demonstration angegriffen wurde. Das ist nicht nur ein ganz übler Angriff auf die Pressefreiheit, es wirft eben auch ein Schlaglicht darauf, dass Juden in Deutschland sich in manchen Gegenden und in manchen Situationen nicht so frei und sicher bewegen können, wie es das Recht eines jeden Bürgers in Deutschland ist. Und das ist, das macht uns wütend und es ist beschämend für uns alle. Zusatz, Herr Schuler, oder? Dann Herr Warbeck. Ich würde gerne noch mal zu der Zerstörung von Medienbüros im Gazastreifen zurückkommen. Die Geschäftsführung der Presse- und Nachrichtenagentur AP hat von Israel noch mal verlangt, dass sie Belege darlegen, ob tatsächlich Hamas in diesem Gebäude tätig war, und haben zudem eine internationale unabhängige Untersuchung der Vorfälle eingefordert. Da würde mich interessieren, unterstützt denn die Bundesregierung dieses Begehren von AP nach einer internationalen unabhängigen Untersuchung der Zerstörung der insgesamt 4 Wohn- und Bürokomplexe mit Medienbüros? Ich habe dem, was ich dazu gesagt habe, hier jetzt nichts hinzuzufügen. Das Auswärtige Amt? Der Adressat der Forderung von AP ist die israelische Regierung. Ich schließe mich den Ausführungen von Herrn Seibert vollumfänglich an. Frau Böse. Herr Seibert und Herr Wede, bitte. Zu den Vorgängen, die eben auch nach Deutschland gekommen sind, die Proteste gegen Israel, die aber auch deutlich antisemitische Inhalte haben. Meine Frage an Sie, Herr Wede, weiß man, wer diese Gruppe sind? Man denkt, man hört immer ein kleiner Teil der Muslime, die bei uns leben. Aber wissen Sie, weiß das Innenministerium, wer diese Menschen sind? Und an Sie beide bitte die Frage. Herr Brinkhaus hat heute bei uns angeregt, gefordert, dass man da womöglich in der Gesetzgebung nachschärfen muss. Stichwort, wer nicht anerkennt, dass das jüdische Leben bei uns großen Schutz genießt, auch jüdische Werte, der hat sein Gastrecht hier verwirkt. Wie stehen Sie dazu, bitte? Ja, ich will mal zunächst sagen, Antisemiten gibt es in Deutschland in verschiedenen Lagern. Rechtsextreme und Neonazis haben immer schon dazugehört. Und in diesen Tagen wird uns erneut klar, es gibt auch muslimische Antisemiten. Das zeigen Ereignisse, Sprechchöre am Rande dieser Demonstrationen. Solch eine Einstellung ist in Deutschland inakzeptabel. Das muss jeder wissen und es muss auch jedem mit den Mitteln des Rechtsstaats klargemacht werden. Abschiebungen sind da wahrscheinlich nur bei einigen der Täter ein Mittel, über das man nachdenken kann, bei solchen, die einen eben ungesicherten Aufenthaltsstatus haben. Antisemitismus ist ein noch breiteres Problem. Das ist ein Gift, dem wir auch breit uns entgegensetzen müssen mit den Mitteln des Strafrechts, wo notwendig, aber vor allem auch mit Bildung, mit Aufklärung, mit Kontakten zwischen Menschen und am wichtigsten, indem die ganz große Mehrheit von Menschen in Deutschland, seien sie Christen, Juden, Muslime oder Nichtgläubige, die ganz große Mehrheit muss klar sagen, diese Haltung, dieses Gift des Antisemitismus wollen wir hier nicht zwischen uns kommen lassen. Wir leben hier friedlich und in Respekt miteinander zusammen. Ja, eine Frage an die Bundesregierung. Herr Seibert, seit einer Woche sind in Gazastreifen mehr als 90 Kinder und Frauen gestorben durch
Angriffe der israelischen Luftwaffe. Sie haben von Selbstverteidigungsrecht gesprochen, dass Sie wütend sind, dass die Raketen abgefeuert werden. Und sind Sie auch wütend, dass Kinder im Gazastreifen sterben? Ich habe das ja sehr klar gesagt. Wir beklagen, dass es zu Verlust von Menschenleben gibt, dass Menschen sterben auf beiden Seiten. Es gibt ja nicht ein Leben, das mehr wert wäre als ein anderes. Jedes Leben hat seine Würde. Aber es gibt natürlich auch eine ganz klare Entwicklung hin zu dieser Situation. Und der Raketenterror Hamas gegen Israels Städte, in denen Israels Bürger sterben, übrigens arabische wie jüdische Bürger von Israel, der hat Israel das Recht gegeben, seine Bürger zu schützen und in Selbstverteidigung zu handeln. Gesetz? Ist diese schließt diese Selbstverteidigung auch ein, dass Kinder durch Bombenangriffe getötet werden? Ein Kind, das in einem bewaffneten Konflikt stirbt, ist immer, auf welcher Seite auch immer es stirbt, eine Tragödie. Ich habe Ihnen gesagt, was wir wissen und die Welt weiß von der ganz bewussten Strategie der Hamas, ihre Tunnel auch in der Nähe von Schulen verlaufen zu lassen, ihre Einsätze direkt aus Wohngebieten und dicht bevölkerten Gegenden zu fahren. Damit nimmt Hamas die palästinensische Bevölkerung von Gaza in Geiselhaft. Und das ist ein zynisches Vorgehen. Herr Jessen. Frage geht an Herrn Seibert oder das Auswärtige Amt. US-Präsident Biden hat am Wochenende erklärt wörtlich, wir glauben, dass Palästinenser und Israelis gleichermaßen ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit verdienen. Wir haben sehr intensiv darüber diskutiert, besprochen, Sie haben das deutlich gemacht, inwiefern der Raketenbeschuss dieses Leben in Sicherheit und Geborgenheit den Israelis verweigert oder verwehrt. Sehen Sie auch Maßnahmen der israelischen Regierung, die den Palästinensern ein solches Leben in Sicherheit und Geborgenheit erwehren oder mindestens erschweren, zum Beispiel durch die Besatzungspolitik, zum Beispiel durch Zwangsräumungen? Das Zitat, das Sie jetzt von Herrn Biden bringen, weist uns doch ganz genau darauf hin, dass hinter der aktuellen Eskalation, bei der es eine ganz klare Forderung geben muss, nämlich der Raketenterror der Hamas muss aufhören, dass hinter dieser aktuellen Eskalation ein ungelöster Konflikt, der ungelöste Nahostkonflikt ist. Die konkrete Frage war allerdings, sehen Sie in Maßnahmen der israelischen Regierung gegenüber Palästinensern Punkte, Aspekte, die diesen von beiden betonte Recht eines Lebens in Sicherheit und Geborgenheit verwehren oder erschmieren? Die Frage haben Sie nicht beantwortet. Ich habe dem, was ich gesagt habe, jetzt nichts hinzuzufügen. Es gab auch UN- und UNRWA-Gebäude in Gaza, die zerstört wurden. UNRWA wird ja auch finanziert unter anderem von deutschen Hilfsgeldern. Die Zerstörung von UN- und UNRWA-Gebäuden ist nach internationalem Recht verboten. Hat die Bundesregierung dazu eine Haltung? Wir sind, glaube ich, in der Vergangenheit schon mehrfach auf das Thema UNRWA eingegangen. Herr Burger hat dazu in der vergangenen Woche ausgeführt und in Bezug auf die Zerstörung dieser Gebäude gilt, wie mit Blick auf alles andere, was Herr Seibert schon ausgeführt hat, dass Israel im Rahmen seines Selbstverteidigungsrechts handelt und wir Israel dieses Selbstverteidigungsrecht zugestehen. Gibt es irgendeinen Angriff der letzten Tage vom israelischen Militär, den Sie zu kritisieren haben? Ich habe bisher noch nichts gehört. Können Sie mir auf die Sprünge helfen? Und es gab auch Berichterstattung in bestimmten Medien, die berichten, dass UNRWA Hamas-Mitglieder beschäftige. Ich meine, das ist laut UNRWA-Richtlinien verboten. Matthias Schmale ist ein Deutscher, der dort die UNRWA leitet. Der hat das auch immer wieder zurechtgewiesen. Möchten Sie diese Medienberichte entsprechend kommentieren?
Ja, vielleicht zwei Ergänzungen noch. Zum einen, was die Kontakte mit der israelischen Regierung angeht. Sie haben vielleicht unserem Twitter-Kanal entnommen, dass der Außenminister unter anderem mit seinem israelischen Kollegen, aber auch mit verschiedensten anderen Partnern in der Region in den letzten Tagen und in der letzten Woche auch in sehr, sehr intensivem, engen Kontakt stand. Was den Punkt UNRWA allerdings angeht und dass die Vorwürfe, dass Hamas UNRWA-Einrichtungen zu eigenen Zwecken nutzt, kann ich Ihnen nur sagen, dass wir diese Vorwürfe sehr ernst nehmen, aber uns dazu im Moment keine aktuellen Informationen vorliegen. Es ist richtig, dass in der Vergangenheit in Einzelfällen Waffen in UNRWA-Einrichtungen gelagert worden sind. Wichtig hierbei, es war UNRWA, dass diese Verletzung ihrer Neutralität als VN-Organisation durch bewaffnete Gruppierungen öffentlich gemacht hat. Letzter Zusatz, Herr Jung. Es gibt gleiche und gleichere in der Bundespressekonferenz. Manche dürfen gleich mehrfach nachfragen. Ich hatte aber danach gefragt, dass es Berichterstattungen von bestimmten Medien hierzulande gibt, die behaupten, dass UNRWA Hamas-Mitglieder beschäftigt. Das ist aber laut UNRWA verboten und auch laut Matthias Schmale, dem UNRWA-Chef vor Ort, auch nicht der Fall. Sie finanzieren UNRWA mit. Können Sie diese Berichterstattung kommentieren? Ja, vielleicht noch mal ganz grundsätzlich bei der Finanzierung oder bei unserer Unterstützung für UNRWA geht es um eine Unterstützung der Zivilbevölkerung, der palästinensischen Zivilbevölkerung. Da ja immer wieder Vorwürfe möglicher Kriegsverbrechen in dem Konflikt vorgetragen werden, auch diesmal würde ich gerne von der Bundesregierung wissen, wer denn aus Ihrer Sicht dafür zuständig ist, solche Vorwürfe zu untersuchen. Die Israelis, die Palästinenser oder ein internationales Tribunal wie der ICC? Oder ist die Region ein Raum, in dem internationales Recht aus Ihrer Meinung nicht zur Anwendung kommt? Diese Frage ist in der Vergangenheit bereits, oder haben wir, ich selber glaube ich, in der Vergangenheit bereits an dieser Stelle in anderen Zusammenhang thematisiert. Und natürlich kennen wir die Meldungen, dass Reporter ohne Grenzen den ISTGH wegen der angeblicher Kriegsverbrechen befasst hat. Ich kann nur sagen, wir erwarten, dass, das haben wir sehr deutlich jetzt gemacht in den letzten Minuten, dass im Rahmen der Ausübung des Selbstverteidigungsrechts die Verhältnismäßigkeit gewahrt wird von Israel. Wir thematisieren das gegenüber Israel. Wir erwarten, dass Israel klar aufklärt, wenn Vorwürfe in dieser Hinsicht erhoben werden. Aber man muss ganz klar sagen, wir können hier nicht einseitig festlegen, wer dafür zuständig ist. Wir können feststellen, dass Israel sich um Aufklärung oder Klärung solcher Fälle selbstständig bemüht und das nehmen wir zur Kenntnis. Also in diesen Fällen reicht eine israelische Untersuchung, Ihrer Meinung nach? Da legen Sie mir jetzt Worte in den Mund, die ich so nicht gesagt habe. Eine Frage an Frau Sasse. Sie haben vorhin gesagt, dass Deutschland mit allen Akteuren in der Region redet. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob zu diesen allen Akteuren auch Hamas gehört, die ja nun eine der Kriegsparteien ist. Also spricht die Bundesregierung mit Hamas direkt? Und sehen Sie eigentlich eine Destabilisierung des Konfliktes auch für Nachbarländer wie Jordanien, weil der Außenminister ja, glaube ich, auch mit seinem jordanischen Kollegen schon telefoniert hat. Was Ihre zweite Frage angeht oder Ihre erste Frage dazu, ob man mit Hamas sprechen sollte, muss man, glaube ich, noch mal deutlich machen. Die Hamas ist in der EU als Terrororganisation gelistet und die Ereignisse der letzten Tage haben noch mal genau gezeigt, warum. Deswegen sprechen wir nicht mit Hamas und das werden wir jetzt auch nicht ändern. So. Das lasse ich jetzt einfach einmal so stehen. Und wie gesagt, das war es heute nicht aus der Bundespressekonferenz, sondern über die Bundespressekonferenz. Große Verwunderung. Und da bin ich so baff, dass ich auch nichts vergessen habe. Nein, doch, ich habe wieder was vergessen. Und zwar, der Umzug war nicht so reibungslos wie geplant. Es ist immer wie in einer Kinokomödie, weil wir tatsächlich heute Nacht die Seite umgezogen haben und gleichzeitig, wir hatten aber ein Server-Upgrade, wo wir auf die höchste Kraft an Server abgegradet haben. Und jetzt pünktlich zum Seitenumzug haben die das, ohne dass wir es wussten, automatisch wieder zurückgestellt. Und jetzt
kündige ich die neue Seite an, mache hier die große Geschichte. Jetzt endlich fehlerfrei, jetzt schafft sie die Überlastung und wuff, es geht zusammen. Also es ist so, wie wenn der Chefkoch, in diesem Fall ich, die große Torte bringt und die ankündigt, heute die Torte Napoleon, die beste, die schönste, die luftigste, und die nie zusammenbricht und ich trage sie aus der Küche und wuff. Also sorry, sorry, sorry. Ich hoffe, bis morgen kommt das Server-Upgrade wieder zurück und ab morgen dann wirklich die neue Seite hoffentlich stabil in dieser Form. Das war's für heute. Alles Gute. Schauen Sie rein, abonnieren Sie, nicht unterkriegen lassen. Danke, ciao, auf Wiedersehen. Nächste Frage hat der Reitschuster. Und Backstage haben wir auch kein schönes, aber dann erzähle ich noch eine kleine Geschichte. Heute mit einem guten und prominenten Freund gesprochen länger und dann habe ich ihm einen Text von mir geschickt, den Text Der späte Triumph des Totalitären, und den hat Gunnar Kaiser eingesprochen, meinen Text, und habe ihm das geschickt als Video, und er schickte mir dann eine Sprachnachricht zurück und meinte, Mensch, super Text und kluger Kopf, dieser Gunnar Kaiser, das ist einfach ein guter Analytiker, also so klang das Ganze. Und dann habe ich gesehen, dass mir das offenbar gar nicht so zugetraut wird, und das sind die Momente, wo man dann schön über einen selbst lachen kann. Aber ich verspreche es, ja, es ist auch so ein Dilemma, ja, ich bin ja immer die Frontsau, Entschuldigung für den Ausdruck, und hier bei den Demos und Bundespressekonferenz, und ich komme weniger zu meinen analytischen Artikeln, die ich eigentlich sehr gerne mache und wo ich glaube, dass ich auch nicht ganz schlecht bin. Ich habe jetzt schon lange einen, wo ich Deutschland mit Russland vergleiche, einen, wo ich Merkel mit Putin vergleiche, also zwei getrennte. Dann noch einen, wo ich sage, wo kann das hinführen, wo wir hier sind, aus Basis, aus Erfahrungen heraus, die ich in Russland habe, weil ja vieles ähnlich ist, und ich komme hier einfach nicht dazu, weil ich ständig Videos mache, weil ich an der Seite irgendetwas ändern lassen muss, weil ich auf Demos bin, weil ich in der Bundespressekonferenz bin, und deshalb, ich glaube, hoffentlich nehmen Sie mir es nicht übel, oder ich hoffe, es ist auch in Ihrem, eurem Sinne, wenn ich mich da auch mal wieder ein bisschen zurücknehme und auch mal wieder dieses Grundlegende mehr in Angriff nehme, in meinen Augen in letzter Zeit etwas zu wenig. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Ciao. Grüße aus Charlottengrad.